So, hallo und herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Angel Readings. Ja, wie schon gesagt, diese Woche gibt es jetzt nicht so viele Orakel. Ich habe Papa-Woche, die geht natürlich vor, aber natürlich wollen wir noch mal ein, zweimal reinschauen in die Liebeswelt und wollen mal gucken, welche Energien ja stehen uns denn da so zur Verfügung. Und jetzt habe ich mir gedacht, wir machen ein Reading heute und schauen mal, ja, wie es denn so ist, wenn hier gerade so ein bisschen bei euch der Wurm drin ist oder wenn es nicht richtig starten will, nicht richtig durchstarten will. Also eure Beziehung zu eurem Herzensmenschen ist so ein bisschen in der Schwebe. Da habe ich mir gedacht, machen wir jetzt einfach mal das Orakel zusammen und stalken auf feinstofflicher Ebene die Frage, soll ich ihn loslassen? Ja, also wenn man sich gerade nicht so sicher ist, wird es überhaupt noch was? Kommt er noch mal oder soll ich es aufgeben? Kann ich mein Leben leben? Ja, dann wollen wir jetzt hier mal die Frage erörtern, die da lautet, soll ich ihn loslassen? Und das machen wir jetzt auch. Vorher machen wir eine kleine Meditation. Da suchen wir wieder den Herrn der Schöpfung raus. Wo ist er nun? Wo ist er nun? Wahrscheinlich wieder ganz unten bei meinem Talent. Tatsächlich, fast. Okay, wir legen den Herrn der Schöpfung mal raus. Machen wir ja immer so. Dann machen wir hier eine kleine Meditation, nur ganz kurz, knackig, dass wir so ein bisschen in das Gefühl kommen. Wie gesagt, das ist ja eine Legung fürs Kollektiv. Also wenn du auch Fragen rund um die Liebe hast, Wunschpartner, Herzenspartner oder ähnliches, dann kannst du mich gerne auf meiner Homepage Angel-Readings besuchen. Da kannst du sehen, wer ich bin, was ich mache, Reading buchen, Videos schauen, wie ich welches Reading mache. Wenn du etwas buchen möchtest und bist dir nicht ganz sicher, dann kannst du mich auch gerne anschreiben. WhatsApp-Nummer oder E-Mail-Adresse ist auch auf der Homepage. Dann berate ich dich natürlich vorher sehr, sehr gerne. Okay, jetzt atmen wir kurz durch. Setzen uns hin. Haben keine Beine, keine Arme über Kreuz. Atmen, schließen die Augen. Denken nur an unseren Atem. Lassen mal den Alltag draußen. Konzentrieren uns auf unseren Atem und stellen uns wieder vor, wir sind wieder in unserem Raum. Der hat die Farbe unserer Wahl. Der sieht aus, wie wir ihn uns vorstellen. Schön gemütlich eingerichtet. Wir fühlen uns wohl. Atmen schön. Und jetzt denken wir an unseren Wunschpartner. Stellen ihn uns vor. Fühlen in ihn hinein, sehen ihn mit unserem dritten Auge. Und jetzt laden wir ihn ein, in unseren Raum zu kommen und vor euch Platz zu nehmen. Wir sehen ihn, wie er da sitzt, konzentrieren uns auf ihn. Und jetzt stellen wir ihm die Frage, soll ich dich loslassen? Soll ich dich gehen lassen? Okay, jetzt haben wir eine einigermaßen gute Anbindung. Und ich würde sagen, ich mache das Reading so, wie ich es auch bei den persönlichen Readings mache. Das heißt, ich mische immer die restlichen Karten hier erstmal dazu. Sollst du ihn loslassen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eine brauchen wir noch. So, gut, dann schauen wir uns erstmal hier die Hauptenergie an. Das ist schon mal der Stern. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Dann mache ich die Karten immer mit der Herzhand durcheinander. Und wenn ich meinen Impuls bekomme, höre ich auf. Und dann wollen die Karten so liegen, wie sie liegen. Ich rutsche mir die auch nie irgendwie so hin, dass es eine schöne Geschichte gibt oder so. Weil ihr bezahlt ja auch, dass ihr erfahrt, wie die Energien sind. Und nicht, dass ich euch eine Geschichte erzähle, die ihr gerne hören möchtet. Na? So. Okay.
Na, das ist jetzt krumm. Wartet. Soll ja auch einigermaßen schön ausschauen. Okay. So, was haben wir da? Jetzt haben wir hier schon mal als Hauptenergie, ja, da ist der Stern gefallen. Das ist so ein bisschen die Karte für die Spiritualität, auch für die Klarheit, dass jemand weiß, was er will, dass jemand weiß, wo der Weg lang geht, dass einem also eigentlich ganz klar ist, wo der Weg hinführt. Ja, also hier am Ende des Readings sollten wir dann schon Klarheit erlangen, worum es dem guten Mann geht. Ob du ihn loslassen sollst oder ob du ihn nicht loslassen sollst. Ja, wir sehen hier schon mal so ein bisschen da oben als erste Karte, da haben wir jetzt den Anker bekommen. Der steht ja so ein bisschen für ja, den Halt, für die Festigkeit im Leben. Der steht ja dafür, dass man irgendwo seine Stabilität hat. Also ich sehe hier schon, ja, da ist er vielleicht so ein bisschen am Überlegen gewesen, weil hier sind die Vögel, die stehen ja auch immer so ein bisschen für Unruhe, für Aufregung. Also ob er nicht vielleicht ja, ob er da seinen Halt finden kann oder nicht, also so ein bisschen die Zukunftsangst, ob diese Verbindung mit dir so in die Stabilität gehen kann. Hier zeigt aber die Sense auch schon davon weg. Das heißt also, ja, ich glaube, diese Gedanken sind weitestgehend abgeschlossen, obwohl die Sense noch so ein bisschen auf ihn drückt. Also man sagt ja immer, was die Personenkarte im Kopf hat, das liegt da oben drüber. Wir sehen also, die Sense, die drückt schon noch so ein bisschen auf ihn drauf. Das heißt also, er ist aber gerade dabei, eher das Thema abzuschließen, zu entscheiden, dass es vielleicht doch ganz gut ist, hier mit dir wieder etwas anzufangen oder etwas anzufangen. Also ich sehe hier oben nur so ein bisschen die Aufregung, die Überlegung, soll ich es wagen oder soll ich es lassen? Aber nachdem die Sense jetzt hier schon davon wegzeigt, denke ich, dass eine Entscheidungsfindung ja in den letzten Zügen ist oder so gut wie abgeschlossen ist, weil die Sense wird dann auch mal irgendwann verschwinden, zumal die Spitze ja hier irgendwo ins Nirvana zeigt. Ja, es geht hier auch, ja, wie schon am Anfang gesagt, um Halt und Stabilität. Ich sehe ihn als jemanden, der ja gerne die Gewissheit hat, dass er in der Beziehung angekommen ist, dass er vertrauen kann, dass man ja eine Einheit ist in der Beziehung. Hier ist der Bär für die Kraft, für die Stärke. Hier ist der Anker für die Stabilität, die Festigkeit. Hier auch noch mal der Baum. In dem Deck der Baum, der steht ja auch für ein gesundes Wachstum, der steht für, ja, für eine gewisse Bindung auch. Also hier alles Karten, die Stabilität zeigen. Ich sage gerade, er ist in seiner Entscheidungsfindung so gut wie durch. Er dreht sich zwar hier jetzt noch weg, schaut aber auch schon raus auf die Hauptenergie, den Stern. Also ich könnte sagen, er verschafft sich gerade hier selbst die Klarheit. Ja? Die beiden schönen Karten liegen schon bei ihm. Ja? Er liegt auch dabei. Ist sich aber noch nicht ganz am Umdrehen. Wie gesagt, wir hatten gerade das Thema, dass er da vielleicht noch ein bisschen in der Unsicherheit ist oder war. Das wird wahrscheinlich alles relativ schnell abgeschlossen sein, weil er hat hier schöne Karten um sich herum liegen und selbst blickt er ja raus auf die Hauptenergie, den Stern. Also der Mann, der verschafft sich gerade selbst Klarheit. Und das ist so ein Ding, das machen Männer gerne, das machen Männer auch alleine. Das heißt, wenn er vielleicht im Rückzug ist, ist es gut möglich, dass er gerade dabei ist, ja eine Entscheidung zu fällen oder für sich sicher zu sein, was er eigentlich möchte, weil Männer entscheiden gerne alleine, ohne sich tausend Meinungen anzuhören, was ja auch immer eigentlich das Bessere ist, ne? Weil wichtige Entscheidungen muss man immer alleine treffen. Ja, was haben wir hier? So ein bisschen Denk, Denk, Denk. Stabilität, Festigkeit, Stärke, das ist dem sehr, sehr wichtig. Da verschafft es sich Klarheit. Aber wir haben ja hier unten jetzt eine sehr, sehr schöne Reihe bekommen. Also schöner geht es ja kaum. Hier ist zum einen die Sonne gefallen. Das ist ja die absolute Glückskarte im Deck. Ja, also mehr Glück geht nicht. Die größte Glückskarte, die wir hier im Deck haben, in Beziehung mit der Herzkarte, das ist ja die Karte der Liebe. Die Liebe schlechthin, also Glück und Liebe. Und da hinten, ja, da haben wir jetzt sogar auch noch den Ring liegen. Der steht ja in Liebesfragen in dem Kartendeck auch immer für die Beziehung. Also ich sage, wenn die Frage jetzt war, soll ich ihn loslassen, dann würde ich, wenn du gerade nichts Besseres zu tun hast, nicht loslassen, denn es sieht hier in diesem Deck so aus,
als ob dieser Mann gerade fertig ist oder fertig wird mit seiner Entscheidungsfindung, wo denn sein Weg hingeht. Diese Zeit sollte man ihm dann auch geben und lassen, weil hier unten habt ihr wirklich drei wunderschöne Karten liegen. Also wenn das jetzt dann nicht zu einer Beziehung führt, dann weiß ich auch nicht, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Also hier würde ich dem Mann Zeit geben, ihm das auch sagen, dass er sich die Zeit nehmen kann, dass du wartest und dann wird das Ganze schön ausgehen, weil wir haben wirklich hier unten drei wunderschöne Karten. Hier die drei schönsten Karten überhaupt. Die das Glück, die Liebe, der Stern, hier der Bär, der Anker, der Baum. Also wirklich schöne Karten. Also der Mann ist gerade so ein bisschen in den letzten Zügen der Entscheidungsfindung. Von daher, ja, gebt dem Mann etwas Zeit. Ihr wisst ja, das männliche Wesen ist nicht das Allerschnellste, wenn es um Beziehungen geht, um feste Beziehungen. Aber hier könnte etwas Schönes draus werden. Ja, also das war jetzt dann noch tatsächlich eine schöne Legung, hat mir gut gefallen. Wenn es euch auch gefallen hat, ja, dann zeigt es mir gern mit einem Daumen drauf. Wenn du nicht abonniert hast, ja, dann wird es höchste Zeit. Drück den Abo-Knopf, das kostet nichts. Oder du wirst Kanalmitglied, dann gibt es jeden Sonntag das große Deck für die kommende Woche, wie du zur Kanalmitgliedschaft kommst. Erster Link in der Videobox unten. Und ansonsten, ja, würde ich mich freuen, wenn ihr mich auf meiner Homepage besucht, angel-readings.de. Und ansonsten würde ich sagen, bleibt gesund. Und wir sehen uns dann zum nächsten Video.